Die militärische Lage der Ukraine ist verheerend und verschlechtert sich immer weiter. Zu diesem Schluss kann man eigentlich nur kommen, wenn man sich den aktuellen Frontverlauf anschaut, wenn man sich anschaut, was Russland aktuell macht, dass es vor allem durch die Gleitbomben ein immer größeres militärisches Übergewicht zur Ukraine erreicht. Und zu diesem Schluss kommen auch die meisten Militärexperten. Wir schauen uns jetzt den neuesten Bericht von Markus Reisner im ZDF an, der die ukrainische Lage als sehr, sehr kritisch beschreibt. Ukraine militärisch unter Druck, Russland setzt auf Zermürbung. Los geht's. Wie sieht es denn aktuell mit den ukrainischen Abwehrstellungen aus? Sie stehen ja aktuell unter Druck. Wie gelingt es den Ukrainern gerade, da noch standzuhalten? Und wenn ja, wie machen Sie das ganz konkret? Ja, wenn wir von der ukrainischen Abwehr sprechen, dann müssen wir auch hier wieder unterscheiden die verschiedenen Ebenen. Das eine ist die Gefechtstechnik, taktische und auch operative Ebene, die sich an der Front abspielt. Und das andere ist die strategische Ebene. Um mit der strategischen Ebene zu beginnen, also jener Ebene, wo Russland versucht, auf das Herz zur Ukraine zu zielen, hier ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass die Fliegerabwehr einen entscheidenden Einfluss hat auf einen möglichen weiteren Verlauf des Krieges. Und ich möchte auch also noch einmal vielleicht das mit Zahlen unterstützen, was vorher besprochen worden ist. Wir haben alleine im März den Einsatz von ca. 3000 Gleitbomben gesehen von russischer Seite gegen ukrainische Stellungen entlang der Front. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen den Einsatz von ca. 600 iranischen Drohnen und 400 Marschflugkörpern gegen Ziele in der Ukraine. Und das ist eine enorme Zahl und da braucht es natürlich eine entsprechende Anstrengung, vor allem Fliegerabwehrsysteme und die Munition, um sich hier entgegenzuwehren. Sie sehen also hier gerade im Hintergrund den Abwurf von diesen FVP-Bomben, die die Russen einsetzen. Und das bedeutet natürlich eine Zermürbung. An der Front unmittelbar ist das Problem, dass die Ukraine nicht genügend Fliegerabwehrsysteme hat, um sich gegen diese Bombardierungen zu wehren. Und was man also versucht, ist durch den Einsatz von Drohnen, sogenannten First-Person-View-Drohnen, die russischen Angriffe abzuwehren. Das sind auch die Bilder, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, wo diese Vorstöße der Russen abgewehrt werden. Aber es kommt das Dilemma dazu, dass die Ukraine zusätzliche Artillerie brauchen würde, aber auch Artilleriemunition, um vor allem die russischen Artilleriegruppierungen, die diese Angriffe vorbereiten, zu bekämpfen. Und hier haben wir eine nachteilige Verhältniszahl von eben, wie gesagt, 1:6 bis 1:7 zu Ungunsten der Ukraine. Das heißt, die Ukraine versucht im Moment durch eine Verlagerung von Reserven an der Front, durch lokale Bildung von Kräften, diesen Angriff etwas entgegenzusetzen. Aber Russland spielt hier, ich erlaube mir diesen Vergleich, wie in einem Flipperautomaten mit den Ukrainern. Eine Kugel wird quasi dort und dort hingeschossen, die Ukraine eilen die ganze Zeit hinterher und die Ukraine hat den Nachteil, dass sie sich quasi hier langsam verbraucht. Sie bräuchte zusätzlich... Ja, ihr habt es gehört, Russland hat artilleriemäßig eine Überlegenheit von 1:6, 1:7. Die Lage für die Ukraine sieht nicht gut aus. Russland übt an einigen Frontabschnitten mehr Druck aus, um die Ukrainer ja immer zu diesen Frontabschnitten zu treiben und sie dazu zu zwingen, da Verstärkung hinzusenden. Das sind doch wirklich sehr interessante Aussagen. Zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Kräfte, um diesem Spiel der Russen etwas entgegensetzen zu können. Ja, und trotzdem, obwohl sie etwas versucht dagegen zu setzen, verliert ja die Ukraine aktuell Dörfer und Städte, zuletzt Orlivka. Wie ist denn die Lage dort? Ja, Orlivka ist eine Stadt westlich von Avdiivka, dort wo versucht wird, quasi das Momentum des Angriffes nach der Eroberung von Avdiivka von russischer Seite aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist es so, dass Avdiivka eine Festung der ersten Linie war. Diese Festung wurde jetzt in Besitz genommen und es folgt also westlich davon die zweite Verteidigungslinie. Um diese zweite Verteidigungslinie günstig und schnell ausbauen zu können, hat die Ukraine eine Verzögerungsstellung eingerichtet in der von ihnen genannten Ortschaft. Man versucht, diese Verzögerungsstellung so lange wie möglich zu halten. Man sieht es auch am signifikanten Einsatz von Kräften. Es wird dort unter anderem zum Beispiel die 47. Mechanisierte Brigade eingesetzt, jene Brigade, die mit amerikanischen Abrams und Bradley-Panzern ausgestattet ist. Und wenn diese Verzögerungsstellung ihren Zweck erfüllt hat, dann ist es so, dass man hofft, dass die in der Tiefe dahinter befindliche zweite Verteidigungslinie ihren Zweck erfüllt und die Russen quasi wieder aufhält und verhindert, dass sie einen sogenannten operativen Durchbruch in die Tiefe des Landes durchführen können, denn dieser ist möglicherweise nicht aufzuhalten, sondern wird erst tatsächlich am Dnepr gestoppt, denn der Dnepr ist das einzige wirkliche natürliche Hindernis, das das Land teilt. Ja. Ja, ein großer russischer Durchbruch bis zum Dnepr droht. Das ist doch auch sehr interessant. Trotz dieser Lage an der Front gibt es ja auch immer wieder ukrainische Gegenangriffe, die russische Ölraffinerien treffen oder Drohnenfabriken. Da wird mal die Schwarzmeerflotte getroffen, dann aber auch Ziele in Russland selbst. Was bringen diese Art von Angriffen der Ukraine?
Diese Angriffe folgen der Strategie der Ukraine, die sie letztes Jahr auch verkündet hat. Die Strategie der Ukraine besteht aus drei Elementen. Das erste Element ist das Halten des bereits befreiten Gebiets. Das versucht man also mit allen Möglichkeiten und dem Einsatz vor allem der Landstreitkräfte. Das nächste Element, das man zum Einsatz bringt, ist quasi das Bauen von Verteidigungsstellungen. Hier versucht man, diese von mir genannten zweiten und dritten Verteidigungslinien auszubauen, um sich vorzubereiten auf Elemente wie zum Beispiel die erwartete russische Frühjahrs- oder Sommeroffensive. Das dritte Element zielt aber auf der strategischen Ebene auch auf die Tiefe Russlands und hier versucht man mit weitreichenden Drohnen, die die Ukraine zum Teil selbst baut, tief nach Russland hineinzuwirken und auch hier den militärisch-industriellen Komplex auf der einen Seite, also zum Beispiel Drohnenfabriken, aber vor allem den ökonomischen Bereich, also zum Beispiel Erdölproduktionsstätten, Raffinerien zu treffen, um auch hier Russland empfindlich zu schlagen. Und diese drei Elemente versucht die Ukraine anzuwenden. Und das sind auch die Bilder, die wir immer wieder sehen von spektakulären Drohneneinschlägen in russischen Fabriken, auch Raffinerien, aber auch in Städten. Ja, und wir bleiben mal in Russland selbst. Hier gibt es Fragen nicht zu den Angriffen in Russland, sondern zur Mobilisierung. Hier fragt Sven Odendahl auf Facebook, wie wird denn die Mobilisierung von russischen Soldaten innerhalb Russlands gesehen? Es gab ja mal einen enormen Gegenwind von den Müttern und Frauen der Soldaten. Kriege werden ja nicht nur an der Außenfront, sondern auch an der inneren Front durch die Unterstützung im eigenen Volk gewonnen oder verloren, oder? So ist es natürlich völlig korrekt. Und die Frage ist natürlich, gibt es eine Sollbruchstelle, wo auch die russische Bevölkerung nicht bereit ist, die Opfer zu tragen, die also quasi hier tatsächlich erlitten werden? Im Moment ist das nicht der Fall. Wir haben die Situation, dass Russland ja durch die Wehrpflicht Einrückungstermine hat. Diese Einrückungstermine werden im Prinzip verwendet, um neue Rekrutierungen durchzuführen. Es werden die sogenannte Kontraktniki in die Armee übernommen. Das sind Vertragssoldaten. Und hier gelingt es der russischen Seite im Jahr ca. zweimal zwischen 100 und 130.000 Mann zu generieren. Und diese können dann an die Front geschickt werden. Wir haben auch einmal gesehen massive Mobilisierungen. Das war am Beginn des Krieges, wo die Russen das Dilemma hatten, dass sie mit zu wenig Soldaten einmarschiert sind. Um die Lücke zu füllen, die man im Prinzip entdeckt hat, hat man also rasch versucht, mobilisierte Kräfte an die Front zu bringen. Das waren die Bilder, die uns dann oft getäuscht haben, wo wir uns gedacht haben, die Russen sind in keinem guten Zustand. Die Experten wussten das auch damals. Ich habe auch das auch immer hingewiesen. Fakt ist, dass die Russen es schaffen, stetig den Zulauf von Gerät und Material und Personal sicherzustellen. Und das führt dazu, dass wir diese Zahlen haben und die Fähigkeit der Russen, wieder in die Offensive zu gehen. Und wie gesagt, wenn es diese Sollbruchstelle noch nicht gibt, wenn die Bevölkerung bereit ist, die Opfer weiterzutragen, wenn es so ist, dass man mit dem Sold eines russischen Soldaten, eines Offiziers mehr verdient als in den entlegenen Regionen Russlands, dann wird Russland nach wie vor in der Lage sein, diese Kräfte aufzustellen. Und natürlich, man darf nicht vergessen, die Moral ist im Wesentlichen bestimmt von der inneren Führung quasi, die in Russland vorherrscht und die schart sich um den Präsidenten, um das Narrativ des großen vaterländischen Krieges, des Überlebenskampfes Russland und hier wird der ein oder andere moderate Russe dann vermutlich zur Waffe greifen, weil er davon überzeugt ist, für sein Land zu kämpfen und das... Sprich, die Moral in Russland ist gut. Also das ist auch ein interessanter Zwischenbericht. Das deckt sich auch mit allen Berichten, die wir bekommen. Also Russland kann die Verluste, die hat, durch Soldaten, die sich freiwillig bei der Armee melden, offensichtlich ersetzen gerade. Also die russische Position, die verbessert sich jeden Monat und die ukrainische, die verschlechtert sich jeden Monat. Die Ukraine kann ihre Verluste nämlich nicht ersetzen. Jedenfalls nicht so einfach. Sie hat jüngst das Einberufungsalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt, weil sie eben nicht genug Leute hat, die bereit sind, an der Front für die Ukraine zu kämpfen. Das kann man so nicht leugnen, dass das der Fall ist. Ja, und von Russland gucken wir nochmal auf die Ukraine und ihre westliche Unterstützung. Wir hören es immer wieder von verschiedenen ukrainischen Offiziellen, die Unterstützung sei zu wenig und oftmals zu verzögert. Und hier fragt jemand auf YouTube, welche Staaten wurden vom Westen bisher noch nicht für die ukrainischen Lieferungen angefragt, obwohl sie beispielsweise ausreichend Artilleriemunition produzieren? Ja, da ist es mittlerweile so, dass fast alle Staaten, die signifikante Mengen Artilleriemunition produzieren oder auf Lager haben, tatsächlich gefragt sind. Darum sehen Sie auch im Moment, dass also durch verschiedene Initiativen, zum Teil aus exotischen Ländern, für europäische Verhältnisse Munition herangeführt wird, also Südafrika, Südkorea und ähnliches. Das Dilemma ist einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit im Sinne von, was ist verfügbar und was ist man bereit zu liefern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Sie haben also vorher auch den Außenminister Kuleba gesehen. Kuleba hat, und ich drücke es so aus, wie er das gesagt hat, vor kurzem sehr drastisch gesagt, gebt uns diese verdammten Patriot-Batterien, 5 bis 7 Stück. Was meint er damit, dass einfach eine Menge von signifikanten Abwehrsystemen in das Land kommt? Wir wissen, dass zurzeit ca. 3 Batterien im Einsatz sind. Davon kommt eine aus den USA. Die USA hat insgesamt 60 Patriot-Batterien verfügbar. Stellt sich die Frage, warum liefert sie nur eines von 60 Stück? Das heißt, man sieht hier eine begrenzte Bereitschaft der Unterstützung. In dieser Stelle ist ja auch erwähnt, dass die USA im Prinzip vor kurzem auch in den Medien wissen hat lassen, dass sie nicht einverstanden sind mit den Angriffen von ukrainischen Streitkräften mit weitreichenden Drohnen in der Tiefe Russlands. Und hier drängt sich natürlich das Bild auf, dass die Ukraine zwar Material bekommt, um zu kämpfen, aber nicht das Material, das sie braucht, um gewinnen zu können. Und das versucht Präsident Zelensky, Außenminister Kuleba oder Generalstab Zelensky auch entsprechend darzustellen, dass hier einfach ein Delta, also eine Differenz besteht, die man so, wenn man sie nicht fühlt, nicht überwinden kann als Ukraine selbst. Ja, und wir haben hier noch eine Frage aus der Community, die sich sicher viele aktuell stellen mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA später in diesem Jahr. Hier fragt jemand auf YouTube, was ist, wenn die USA keine Waffen mehr liefern? Ja, dann ist der Krieg vorbei, sehr wahrscheinlich. Oder wir Europäer sind so blöd und steigern dann unsere Waffenlieferungen und stellen hier auf Kriegswirtschaft um. Ja, darauf versucht die NATO sich gerade vorzubereiten. Sie haben mitbekommen, dass die NATO gerade versucht, einen Finanzierungsplan über die nächsten 5 Jahre zu beschließen. 100 Milliarden Euro möchte man hier bereitstellen. Und das ist natürlich genau das Abzielen auf eine mögliche Wahl in den USA, die zu Ungunsten der Ukraine und auch Europas ausgeht. Dass man also die Gelder verfügbar hat, um die eigene europäische Rüstungsindustrie entsprechend finanziell zu unterstützen, damit die Produktion aufrecht bleibt. Sie haben ja hier verschiedene Ankündigungen, auch in einigen Ländern, vor kurzem Frankreich zum Beispiel, dass die Anzahl der gefertigten SISA-Artilleriegeschütze erhöhen möchte. Aber das ist ein klares Indiz dafür, dass man mit dieser Option rechnet und dass man sich darauf vorbereitet, durch die Bereitstellung von Mitteln für einen möglicherweise noch jahrelang dauernden Krieg. Und hier fragt nochmal jemand zum Thema Ressourcen zu Soldaten. Wäre es irgendwann auch denkbar, dass man das Wehrpflichtalter auf 16 Jahre setzt, sei es in Russland oder der Ukraine? Wenn beide politischen Führungen davon überzeugt sind, dass dieser Krieg nur durch den Kampf und einen Sieg zu gewinnen ist und dass die notwendigen Ressourcen dafür bereitgestellt werden müssen, wenn die Bevölkerung in beiden Ländern hier quasi diese Idee des Gefechts quasi mittragen, dann wird man auch die Soldaten und die Kräfte weiter quasi bereitstellen, um dieses Ziel zu erreichen in dieser formulierten Strategie. Bis zu dem Moment, wo, wie ich das vorher schon am Beispiel Russlands erwähnt habe, möglicherweise ein Punkt kommt, wo man also nicht mehr bereit ist, quasi tatsächlich diese Verluste zu tragen. Im Moment, ja, düstere Aussichten, könnte man sagen. Ist das nicht der Fall. Wir sehen aber, dass es knirscht, vor allem auf der ukrainischen Seite. Warum? Weil es einfach immer schwieriger wird, die Kräfte verfügbar zu machen. Und das betrifft natürlich, und ich möge mir verzeihen, wenn ich diesen Begriff gebrauche, auch die Humanressourcen, also sprich die Soldaten, die an der Front quasi mit der Waffe in der Hand ihr Land verteidigen müssen. Ja, ich denke, dass aus diesem Stream ganz gut klar geworden ist, dass der Druck auf die ukrainischen Truppen aktuell sehr hoch ist. Russland an vielen verschiedenen Stellen versucht, die Front zu durchbrechen. Und hier fragt jemand, das ist vielleicht ganz gut als Abschluss, was wäre denn der größte Fehler, den die Ukraine... Ja, ist schön, dass das ZDF das jetzt so wahrheitsgemäß berichtet. Die Verhandlungsposition der Ukraine, die verschlechtert sich jeden Monat. Deswegen sollte man endlich zu Friedensverhandlungen übergehen. Armee in diesem Kriegsjahr, wir sind ja mittlerweile schon im dritten Kriegsjahr, machen könnte? Der größte Fehler, den die ukrainische Armee ja machen könnte, wäre, dass sie sich in einem ungünstigen Gelände in einem für sie sehr verlustreichen Abwehrkampf aufreibt und dann nicht mehr die Kräfte hat, einen möglichen Durchbruch der Russen in die Tiefe des Landes zu verhindern, möglicherweise sogar, Stichwort Odessa, über den Dnepr hinaus. Das heißt, die Ukraine muss so sorgsam mit ihren Kräften umgehen, dass sie so lange wie möglich, auch möglicherweise unter Aufgabe von Gelände, einen hinhaltenden Kampf führen kann, bis zum Beispiel nach der US-Wahl, um also hier weitere Entscheidungen zu haben. Aber das, was also der größte Fehler wäre, quasi jetzt die Kräfte zu verbrauchen, die man in dem Krieg in den nächsten Monaten und Jahren braucht, um zumindest die Ukraine so, wie sie besteht, vor allem westlich des Dnepers halten zu können. Und genau deswegen war die Sommeroffensive der Ukraine 2023 so eine einzige Katastrophe. Diese Offensive ist ja gescheitert und sie hat die Verhandlungsposition massiv verschlechtert. Wenn die Ukraine das Militärgerät zurückgehalten hätte, dann hätte die Ukraine jetzt eine wesentlich bessere Verhandlungsposition und Russland könnte nicht dergestalt in die Offensive gehen, wie es das gerade tut.
In dem Sinne würde ich sagen, wir brauchen endlich Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Was da passiert, ist eine einzige Katastrophe. Das Land blutet immer weiter aus. Es ist gerade dabei, diesen Krieg zu verlieren. Und wenn man noch einen Frieden mit Russland erreichen wollte, dann sollte man diesen Frieden jetzt verhandeln. Russland hat vier zentrale Forderungen: Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung. Das sind alles Forderungen, über die man ohne Probleme reden könnte. Es gibt keinen Grund, warum man sich hier Verhandlungen verweigert. Außer vielleicht, weil der Westen seinen geostrategischen Gegner Russland weiter schwächen will und die Rüstungsindustrie mit diesem Krieg fette Profite macht. Und das ukrainische Regime, das lebt ja auch gerade wie die Made im Speck. Also Wahlen sind bis auf Weiteres abgesagt, die Opposition ist verboten und zerschlagen, Oppositionelle werden vom Geheimdienst umgebracht oder unabhängige Journalisten werden jahrzehntelang ins Gefängnis gesperrt. Das sind gerade die Zustände in der Ukraine und ja, eine Regierung, die so effektiv die Opposition unterdrücken kann, die hat da natürlich auch kein direktes Interesse am Frieden. Der Westen, wie gesagt, will Russland ohnehin schwächen. Die USA ziehen sich, wie Reisner hier gerade schon gesagt hat, immer mehr aus der Finanzierung zurück. Und sie hoffen, dass wir Europäer, ja, so treu doofe Vasallen sind und diese Lücke dann füllen werden. Und aktuell sieht es tatsächlich so aus, als ob, ja, einige europäische Politiker, man denkt hier an Emmanuel Macron, der sogar NATO-Truppen in die Ukraine schicken will, solche absurden Forderungen erheben. Also, stehen uns sehr gefährliche Zeiten bevor. Jetzt noch mal ganz kurz das Video hier, dieses Reaktionsvideo, das wird wahrscheinlich erst einige Wochen später online kommen, da das ZDF in wirklich aggressiver Art und Weise Reaktionsvideos wegstrikt. Ich habe schon versucht, Markus Reisner hier häufig zu unterbrechen, auch wenn es vielleicht etwas nervig war. Ich meine, seine Ausführungen waren ja doch sehr interessant, aber wie gesagt, wenn man häufiger unterbricht, dann ist es unwahrscheinlicher, dass der Copyrights-Filter da so reinhaut. Deswegen habe ich da häufiger mal dazwischen geredet. Aber wie gesagt, das liegt am ZDF. Das ZDF, das strikt wirklich in aggressiver Art und Weise Reaktionsvideos weg. Das ist einer der wenigen großen Unternehmen, die das machen. Noch aggressiver habe ich das bisher nur bei der Axel Springer AG gesehen, wenn man auf einen Inhalt von Welt oder so reagiert. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.